Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und heute versuchen wir, wie ihr seht, wir haben halt nichts dabei, mit Mac die Adept Challenge. Und ich renne direkt in den Keller, was eventuell mein Todesurteil ist, und öffne die Kiste in der Hoffnung, ein Medikit zu finden. Okay, ist auf jeden Fall ein Killer mit Herzschlag. Ist doch schon mal... Klingt aber fast wie ein Boba oder wie ein Leechen. Es ist Leechen. Okay. Über mir wird am Gen gearbeitet. Irgendwie ist es gerade sehr dunkel hier. Das Gefühl. Und hier ist auch einfach nirgendwo ein Generator. Verrückt. Nehmen wir den. Kein Ruin. Okay, also. Heute ist Mac dran mit der Naked Challenge. Denn ich versuche... Ja, ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Ich versuche ja diese... Die Challenge im Wechsel Männlein-Weiblein zu machen. Letztes Mal war Jeff dran. Also war heute wieder eine Dame an der Reihe und ich habe mich für Mac entschieden. Gucken wir mal, wie es läuft. Das gefällt mir. Oh. Er hat den Gen nicht angekommen. Oh Gott, hier ist... Er ist gerade oben, Jake. Be careful. Erstmal weg da aus dem Kriegsgebiet. Der Gen da oben war zwar echt schön weit. Ich würde den gern weiter bearbeiten. Aber geh mal hier ran. Oh, nicht gut, weil er hat... Hat er noch aktive Raserei? Nee, oder? Warum fallen die denn immer bei mir um heute? Warum tunnelt er? Ich glaube, das war meiner, oder? Erst schon mal heilen. Dann haben wir Thanata nicht mehr so doll. Ich glaube, die Map ist für Leechen nicht gut. Weil wir ja quasi so weit verteilt irgendwo sein können, dass er mit seiner Fähigkeit einfach niemanden sonst sieht.
Also wenn er denn die Fähigkeit anhat. Wir müssen nur aufpassen, dass er jetzt Michaela nicht rausnimmt. Sondern dass wir zu viert hier noch arbeiten können. Weil es ist tatsächlich ein sehr großer Unterschied, ob du zu viert oder nur noch zu dritt im Spiel bist. Und geht wieder auf Jake. Ich glaube, er kriegt ein bisschen Angst. Da die Gens so recht schnell angehen. Dass er keinen mehr down bekommt. Ich habe aber die vage Befürchtung, dass wir es mit Nö zu tun bekommen könnten. Da draußen um den Haken. Und ich habe keine Geline. Und ich kann raus. Jake ist in die falsche Richtung gegangen, kann das sein? Bleib mal stehen! Jake hätte doch sehen müssen, an welchem Ausgang... Oh Gott! Hat er einen Strike? Oh, ich gehe raus wegen Blutwächter. Tschüss. Ich muss meine Challenge schaffen. Er ist eh tot am Haken. Dumm gelaufen. Ich geh ganz schnell. Bye, bye. Ja. Aber wir haben es geschafft. Oh mein Gott, wir haben eine Naked Challenge geschafft. Ich fasse es nicht. Okay, letzte Woche haben wir es auch geschafft. Aber... wir sind wieder ein Survivor weiter. Das ist sehr motivierend irgendwie. Ja, und jetzt muss ich mir überlegen, wen wir nächste Woche spielen. Irgendeinen Herren wahrscheinlich. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Wir sehen uns sehr gern in der nächsten Folge wieder. Und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Es sind alle rausgekommen? Moment. Es sind alle noch rausgekommen. Wie haben sie das denn jetzt geschafft? Ich weiß es nicht. Ich hätte es gern gesehen. Egal. Gut. Bis demnächst. Tschüss. Danke. Bis Zuschauen.